Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shelter 2. Ja, wir sind hier immer noch jetzt mit unserer Bova-Mutti unterwegs. Runter zum Wasser, ein bisschen was trinken. Und dann hoffen wir, dass wir nochmal eine Großwildherde finden. Damit wir auch mal alle. Das ist dreist. Damit wir auch alle unsere vier Jungen hier durchbringen. Komm, wir laufen mal ein Stückchen. Haben wir irgendwo was Futterbares? Nee, gerade nicht so wirklich. Na, guck mal, wir können da hinten gleich mal rum. Ich glaube, da sind wir beim letzten Mal nicht längs gelaufen. Dann lernen wir hier auch noch ein bisschen was aus der Welt kennen. Ja, kommt, kommt, kommt. Ach, was soll's, ist nur eine Maus. Ja, das kennen wir doch. Und ihr geht nicht immer direkt ins Wasser rein. Das macht mir Angst. Okay, alle da. Ich trinke noch mal einen kleinen Schluck. Nee. Stamina bringt das nicht. Oh, das ist so süß, wie die Kleine kleckert. So, kommt alle her. Okay. So. Haben wir hier irgendwo was Essbares? Das wäre echt nicht verkehrt. Ansonsten verhungern die mir doch wieder. Da. Raus. Bitte schön. Nein, 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 nein. Ah, da sitzt das zweite auch noch. Jetzt geht's weg. Verdammt. Oh, putzi, putzi. Nun frisst das. Was ist hier los? Wir kommen aber jetzt. Was ist das? Was ist das denn? Ich gehe hier mal lieber ein Stück weg. Hier fehlt schon wieder eins unserer Jungen. Ich will dich mitnehmen. So. Den tragen will ich jetzt. Laufen wir mal lieber ein Stückchen weg. So, und wir brauchen ganz dringend Nahrung. Um Gottes Willen, was soll denn das sein? Hier gibt es echt nirgendwo was. Ey, es tut mir leid, ich weiß echt nicht, was da diese seltsamen Geräusche verursacht. Okay, wenn wir ein Junges im Maul haben, können wir keine Sachen sammeln. Stört mich jetzt auch nicht. Ich finde viel schlimmer, dass wir hier gerade nichts zu essen finden. Oder liegt das vielleicht an der Nacht? Wenn ich dich jetzt wieder runterlasse. Okay, dann läufst du selber weiter.
Okay, alle da. Und alle noch am Leben. Okay. Aber wir brauchen hier jetzt irgendwo was Essbares. Das Geräusch macht mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen kirre. Da ist ein Kaninchen. Mehrere? Nee, nur eins. Das müssen wir jetzt kriegen. Okay. Huch. Ja, ich weiß, aber ich will gerade gar nicht selber fressen. Okay. So, die wieder mit ihren kleinen Blutpfötchen. So, mehr zu essen. Ah, sehr schön. Seht ihr, das habe ich mir doch erhofft. Ich weiß. Oh, Mist. Wieso haben die mich denn jetzt schon gemerkt? Und ich sehe hier jetzt echt keins mehr von den Viechern. Sind die durch die Steine weg, oder was? Beschiss! Oh, Mann. Ich hab die doch so gesucht. Nirgends. Oh Mann, meine Babys haben Hunger. Hier muss doch irgendwo was für Essen zu finden sein. Da. Ich krieg euch. Eins von euch kriege ich. Ihr backt ja schon ein bisschen, ne? Da, und wieder. Rein in die Steine. Ah, da ist der letzte. Wo denn? Ach so, da, Kaninchen. Okay, hier im Wald zu jagen, das ist echt unmöglich. Weil man sieht wirklich gar nichts. Wir müssen unbedingt wieder hinten auf die freie Fläche. So, Babys kommen hinterher. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Alle vier sind da. Ich weiß, ihr habt Hunger. Aber hier zu jagen, das war echt eine blöde Idee. Scheint aber auch überall so nur noch Wald zu sein. Wir wollen ja auch ein bisschen was hier von der Welt mal sehen, ne? Nichts! Wie kann es denn sein, dass wir in einem Wald sind und es gibt nichts? Einer fehlt. Habe ich jetzt wieder einen verloren?
Ja, wo bist du denn? Okay, Leute, hier so tief in den Wald, das war eine blöde Idee. Hier kann man echt nicht gut jagen. Ist doch irgendwo... Okay, komm mal mit hier. Deine Füße können anscheinend nicht mehr. Hier ist gerade an einem vorbei. Es werden mir da zwei angezeigt. Oh nein. Ich will dich nicht nehmen. So, komm mit. So, hier irgendwo finden wir schon nochmal was zu futtern. Etwas, was ich vielleicht auch so lange sehe, bis ich es erwische. Kommt mit, ich habe nur ein Mäulchen zum Tragen. Ich weiß, ihr habt jetzt schon lange Zeit ohne Futter verbracht. Diese Runde ist echt schwerer als die erste. Und das nur, weil ich mich hier in den Wald gewagt habe. Bleibst du jetzt auch wieder alleine? Nee. Na komm. So, hier müssen irgendwo Kaninchen sein. Da. Leg dich mal hier ab. Ich hoffe, ich finde dich gleich wieder. Ich krieg dich. Da. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier vorne abgelegt. So. Bitteschön. Hier ist noch jemand zurückgeblieben. Oh, hier. So, komm mit. Ihr habt nichts mehr übrig gelassen. Oh Mann. Okay. Leute, ich versuche es. Ja, ist sehr gut. Ich probiere es ja. Aber sie hat sich nicht geduckt. Hallo, zwischen den Beinen durch. Ich bitte euch. So. Das ist gerade echt schwierig hier. Wo sind sie? Da hinten. Jetzt liegen sie da schon zu dritt. Ja, ist ja gut. Achso, hier, ich stehe drauf.
Oh. Huch. Okay, dich kriegen wir auch noch wieder hin. Ja, wissen wir ja. Wissen wir doch alles. Ich kämpfe hier gerade um das Leben meiner Kleinen. Und jetzt wird's wieder Nacht. Das macht das Ganze nicht einfacher. Also dieses Mal haben wir wirklich zu kämpfen hier. Das Schlimme ist, in der Nacht jetzt finden wir wieder nichts. Das heißt, wir bleiben jetzt auch mal hier sitzen. Oh Gott, das tut mir so leid. Das ist so furchtbar. Wir warten jetzt einfach mal ab, die Nacht. Oh, unsere kleine Viola, die liegt jetzt ordentlich. Bringt das Ausruhen vielleicht auch? Okay, es hat sich schon wieder erledigt. Jetzt liegt sie wieder nicht mehr so kommod. Oh Mann, hör auf damit. Ich bin ja jetzt auch wieder hier. Hier finde ich am nächsten Tag wieder ein bisschen mehr. Versprochen. Es tut mir auch leid für euch gerade, weil es ja gerade ein bisschen langweilig zu sehen, wie ich hier einfach nur lieg. Aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr anders. Ich weiß mir ehrlich gesagt gerade nicht anders zu helfen, weil ich will nicht, dass die Kleinen wieder sterben. Dieses herzzerreißende Mountain, das macht mich völlig fertig. Los, wann wird's wieder Tag? Ich muss jagen. Wo ist eigentlich unser kleiner Amun? Amun ist weg. Ich hoffe, ich lieg nur drauf. Wenn hier in der Gegend sicher nirgendwo noch eins vor unseren Jungen. Jetzt regnet's auch noch. Ja, ich weiß, meine Süße. Ach, jetzt regnet's auch noch. Wir hätten zu Hause nie verlassen sollen. So, wann kommen die Kaninchen raus? Ich glaube, die Maus, die kriege ich nicht. Die sehe ich ja wieder nicht. Amun ist weg. Oh nein! Ich wollte dich nicht nehmen. Ich wollte die kleine Viola nehmen. Die Maus, die kriege ich doch nicht. Ach, die Maus kriege ich doch. Sehr schön. Da liegt meine Süße. So, bitteschön. Oh Leute, mit Amun wollte ich als nächstes weiterspielen. Ist doch doof. Kommt. Zumindest euch drei muss ich ja durchkriegen. Da vorne sind Kaninchen. Vielleicht schaffe ich es ja auch zwei zu fangen.
Duckst, ich wollte gerade sagen, duckst du dich mal bitte? Na. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mein erstes hab fallen lassen. Nein, 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 nein. Okay, da habe ich mein erstes offenbar fallen lassen. Da hinten fehlt schon wieder einer. Laufen, laufen. Ach, vergesst es. Die Viecher, die jag ich gar nicht erst. Ich ja eh wieder nicht. Sind wir schon vorbei? Ah, da. Okay, einmal probiere ich es noch. Weil meine Babys so großen Hunger haben. Oh, wie das gerade ruckelt hier. Jawohl. Kommen alle drei? Ja. Hier, los, satt fressen. Für Amun ist es leider zu spät. Oh, aber ich sehe auch gerade, wir sind am Ende einer Folge. Also, während wir uns hier jetzt mal so ein bisschen satt futtern, beende ich jetzt mal die Folge und wir sehen uns eventuell, ich weiß ja jetzt noch nicht, wie ihr entschieden habt, in der nächsten Folge wieder. Falls nicht, hat es mir Spaß gemacht. Es ist eigentlich ein echt tolles Spiel. Auch guck mal, wie süß das ist. Oh. Gut vorausgesetzt, man kann sich auf sowas einlassen, aber das kann ich sehr gut, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ja, ich finde dieses Spiel auf jeden Fall echt toll eigentlich. Ist mal was komplett anderes. Ich finde die Grafik total schön. Es ist auch mal was anderes. Es ist halt nicht so dieses super High-End-Reality-Zeug, sondern es ist einfach mal schön und unheimlich entspannt. Wenn eigentlich gerade die Jungen wegsterben, ist das echt entspannt, das Spiel. Aber falls ihr euch doch dafür entschieden habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann oder bis zum nächsten Let's Play. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Tschüss!